Wie kann ich mich bei den Engeln revanchieren für all die Hilfe und Wunder, die ich erfahren darf? Diese Frage ist tatsächlich die allererste Frage gewesen, die ich bei meinem ersten Vortrag vor 20 Jahren im Publikum gestellt bekommen habe. Wie finden wir also zu diesem persönlichen Glück? Indem wir in die Selbstliebe hineingehen und die Eigenverantwortung für uns übernehmen. Je mehr wir also aus diesem bewussten, liebevollen Fokus heraus uns selbst im Spiegel in die Augen schauen, unser Gegenüber, unser Umfeld und Umwelt heraus betrachten, aus dem liebevollen Herzen heraus, umso mehr sind wir ja in unserer Intuition und Weisheit, nehmen die Führung und Fügung der Engel wahr, treffen stimmige, glückselige Entscheidungen und sind damit selbst wie Engel auf Erden. In dieser achtsamen inneren Haltung, für die ja Spiritualität steht, mögen wir auch ganz, ganz besonders von Dankbarkeit im Herzen erfüllt sein. Ein dankbares Herz zieht stets Gutes auch an. Und genau in diesem Licht wollen unsere Engel uns sehen. Genau das macht sie glücklich und froh ebenso. Und daher kannst du sehr gerne auch dir ein Abendritual angewöhnen, indem du den Tag mit einem Dankesgebet abschließt. Ich danke, liebe Engel, für das Leben und diesen Tag, die himmlische Führung und lichtvolles, sinnvolles Gelingen in allem. Ich bedanke mich für die ununterbrochene himmlische Hilfe. Das kürzeste und schönste Gebet hat nur 5 Buchstaben. Danke.